Hallo meine liebe Waage und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Schön seid ihr alle hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Vika Stern, liebe Waage. Liebe Waage, heute machen wir ein Kurzreading für dich und zwar zum Thema Liebe. Ich werde noch zur selben Zeit ein Video hochladen zum Thema Karriere. Falls du das Thema Karriere hast, darfst du dir das auch gerne anschauen, wenn du möchtest. Aber hier in diesem Video schauen wir uns das Thema Liebe und Beziehungen an. Wir schauen uns dein Hauptthema an. Dein Hindernis in der Liebe, das heißt, was hindert dich daran? Ja, deine Ziele beim Thema Partnerschaft, beim Thema Liebe zu erreichen oder dort in die Erfüllung zu gehen, was muss vielleicht aufgelöst werden? Wir schauen uns auch deinen Rat an und wie immer auch noch deinen Schatten. Was siehst du nicht, solltest du aber sehen. Liebe Waage, diese Legung ist wirklich für alle, die diese Waage Energie fühlen und auch leben. Das heißt, du musst nicht zwingend Waage als Sternzeichen haben, du kannst auch Aszendenten Waage sein oder im Mond oder in der Venus. Eben wichtig ist einfach, dass du dich damit identifizieren kannst. Behalte auch im Kopf, dass gewisse Nachrichten manchmal nicht für dich sind, sondern für jemanden, der dir nahe steht und mit dir energetisch verbunden ist. Liebe Waage, nichtsdestotrotz, vergiss nicht, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein. Hör auf deine innere Stimme, sie sagt dir, was du hören solltest und was eben nicht. Ja, dann würde ich sagen, wollen wir starten, vielleicht noch kurz unten die gewöhnliche Infos zu persönlichen Legungen. Bald schalte ich auch die Halbjahreslegungen auf, werde dann nochmals Bescheid geben, wann die verfügbar sind, weil ich mache immer nur eine gewisse Anzahl. Das ist immer dann beschränkt, aber dann gebe ich sicher nochmals Bescheid. Ich denke, in ein paar Wochen, 2-3 Wochen, werde ich die wahrscheinlich dann aufschalten auf der Webseite. Ja, und sonst darfst du mir gerne auf Instagram folgen, wenn du magst. Dort poste ich auch immer alle Infos. Auch Astrologie-Themen, wie auch zum Thema Tarot und allgemeine Spiritualität. Ja, genug über mich, jetzt geht's um dich, die Liebe. Liebe Waage, was musst du wissen? Was solltest du hören in der Liebe? Und hier haben wir das Stopp. Oh, Wachstum. Etwas gedeiht. Es kann sein, dass hier eine Verbindung ist, die Wachstum vielleicht braucht. Kann auch eine liebevolle Ermahnung oder Hinweis sein, dass es jetzt an der Zeit ist zu wachsen. Dass es Zeit ist für die nächste Ebene in der Liebe. Oder vielleicht wächst schon die Verbindung und das Band wird immer stärker und ja, vielleicht auch tiefer. So ein bisschen, dass eine Seelenverbindung entsteht. Falls du jetzt sagst, du hast niemanden, kann die Karte wirklich auch dich dazu ermutigen, wirklich dran zu bleiben und auch persönlich zu wachsen. Ein bisschen auch im Vertrauen zu bleiben. Da nicht wirklich, also nicht irgendwie ins Misstrauen gehen, sondern wirklich über dich hinaus zu wachsen. Schauen wir mal mit dem Tarot, was ist dein Hauptthema, liebe Waage? Die Liebe, was begleitet dich in der Liebe? Die Welt, es ist an der Zeit, wirklich etwas zu vollenden, das heißt, vielleicht auch Hindernisse oder Themen hinter sich zu lassen, dort wirklich in die Vollendung zu gehen und gewisse Themen auch abzuschließen. Weil die Welt sagt dir immer, hey, du hast jetzt einen Kreislauf durchlebt, du hast vielleicht Dinge immer und immer wieder erlebt, vielleicht haben sich auch in der Vergangenheit gewisse Situationen wiederholt und jetzt ist wirklich die Zeit, das loszulassen, das freizugeben, sei das vielleicht gemeinsam oder auch allein. Es geht einfach darum, einen neuen Kreislauf zu starten. Das heißt, jetzt ist wirklich die Zeit, ein Buch zu schließen und dein neues Buch, also deine neue Geschichte in der Liebe zu schreiben und nicht Dinge wie zu wiederholen, weil die Welt ist immer ein Prozess natürlich, das geht nicht von heute auf morgen. Hier geht es wirklich darum, auch so ein bisschen in die
eben passt total, Thema Wachstum, wirklich in eine neue Ebene einzutauchen beim Thema Partnerschaften und dort einen neuen Weg zu gehen. Eventuell kann das auch auf das Thema Ausland hindeuten, dass vielleicht das Thema Ausland sehr wichtig ist beim Thema Liebe. Muss nicht sein, kann aber sein. Die Sonne, ja, eventuell Thema Ausland, eine Liebesbegegnung im Ausland oder jemand fühlt sich zum Ausland hingezogen oder möchte im Ausland wohnen, irgendwo, wo es schönes Wetter ist, Süden, das kannst du sein oder vielleicht sogar dein Gegenüber. Schauen wir mal, warum die Welt als Hauptthema in der Liebe. Ja, es ist Zeit, Ordnung zu schaffen. Es ist Zeit, Ordnung in den Gedanken zu schaffen, Ordnung im Leben zu erschaffen. Und ich sehe, dass das bei einigen an einem anderen Ort ist. Die Welt kann auch auf Ort hindeuten, dass man vielleicht an einem Ort wachsen kann. Also frag dich ganz, das heißt jetzt aber nicht, dass du flüchten sollst oder viele flüchten. Es darf keine Fluchtenergie sein, sondern es kann wirklich sein, dass dich ein Ort hinzieht, aus einem bestimmten Grund. Und fällt mir gerade ein, ich habe eine ganz liebe Freundin und die hat wirklich Pech in der Liebe. Also die war auch 4 oder 5 Jahre Single. Und sie hat mir immer gesagt, ich habe das Gefühl, mein Mann fürs Leben ist nicht hier in der Schweiz. Und die hat gesucht und gesucht und gesucht. Und dann ist sie wirklich ausgewandert. Und was ist passiert in dem anderen Land? Ich glaube, gleich am nächsten Tag oder innerhalb von 2 Tagen hat sie ihren Mann kennengelernt. Also sie ist noch nicht verheiratet, aber das wird ihre Zukunft. Und sie hat noch nie so eine gute Partnerschaft gehabt. Also der ist super. Und sie hat, ich weiß noch, als sie das entschieden hat, sie hat mir gesagt, sie weiß nicht warum, aber es zieht sie dorthin. Sie hat einfach das Gefühl, sie muss dorthin. Und sie ist diesem Ruf gefolgt. Und siehe da, sie hat das bekommen, was zu ihr gehört. Und darum, falls du so etwas fühlst, dann hör wirklich auf deine innere Stimme, aber es darf keine Flucht sein, nicht ein Flüchten vor Problemen. Was ist dein Hindernis, liebe Waage? Dein Hindernis? Der Magier und der Gehängte. Das gilt es ein bisschen aufzulösen. Das heißt, dein Mindset, deine Gedanken. Wie optimistisch bist du beim Thema Liebe? Oder zieht sich gleich der Magen zusammen, wenn du schon nur an das Thema Liebe denkst? Denkst du dann gerade an Betrug oder an kompliziert sein? Wie sind deine Gedanken, deine Gefühle, sehe ich hier? Da musst du ein bisschen vielleicht daran arbeiten, was du manifestierst. Manifestierst du vielleicht mal eine Woche so? Ja, ich möchte die Liebe, ich möchte Partnerschaft. Und 3, 4 Tage später möchtest du jede Person am liebsten an die Wand schmeißen und denkst, nein, 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 ich will alleine sein. Das heißt, du sendest immer unterschiedliche Signale und da darfst du wirklich so ein bisschen genauer hinschauen. Kann auch ein Thema sein von deinem Gegenüber, sich nicht sicher sein, was man möchte, wie ein bisschen Mühe haben, so dieses Gefühl zu fassen beim Thema Liebe und ins Vertrauen zu gehen. Ich bekomme aber auch ganz stark rein, der Magier kann auch auf Betrug, also auf einen Trickster hindeuten. Das heißt, jemand, der dir so ein bisschen das sagt, was du hören möchtest und dass du das eigentlich fühlst. Dass du das weißt, dass diese Person dir jetzt nur das sagt, was du hören möchtest, aber du möchtest das wie gleichzeitig nicht wahrhaben. Und dadurch entsteht wie ein Stillstand. Vor allem, wenn du eine On-Off-Geschichte hast, sehe ich hier das ganz stark. Natürlich nicht bei allen, ganz, ganz wichtig. Da ein bisschen mehr auf dein Gefühl hören. Und auch in die Akzeptanz gehen natürlich. Ja, es geht auch um das Thema vielleicht Abschluss, Thema Entscheidungen treffen und auch klare Kommunikation. Hier liegt einfach so ein bisschen eine Hemmung. Was kommt auf dich zu? Was solltest du dringend wissen? Was ist ganz, ganz wichtig, liebe Waage? 9. Schwert, ich sehe hier Zweifel. Also es kann sein, dass du eine Phase hast, wo du
eine Energie von, dass du vielleicht an dir zweifelst oder an der Verbindung zweifelst. Und denk daran, Wachstum. Es ist Zeit, einen neuen Kreislauf zu starten, neue Wege zu gehen und gemeinsam zu wachsen oder halt deinen eigenen Weg zu gehen. Und zweifle nicht. Zweifle nicht. Also halte dich nicht zurück. Vor allem auch könnten eventuell Entscheidungen auf dich zukommen, vor allem wenn du es mit zwei Personen zu tun hast. 9 der Schwerter. 2 der Schwerter und die Herrscherin. Ich sehe eventuell Thema Vaterschaft, Mutterschaft, dass dort noch Themen kommen. Und die Herrscherin steht ja auch für Wachstum, eben Zweifel, ob da Wachstum kommt. Zweifel, vielleicht auch, ob es sich lohnt. So ein bisschen, es geht um das Thema Sicherheit. Sich seiner Sache sicher sein. Und da ist einfach wichtig, dass dir wirklich bewusst ist, wie stellst du dir Liebe vor? Was bedeutet für dich Liebe? Was ist das für ein Gefühl? Und dann passt es dann? Ist es genau dieses Gefühl? Oder triffst du Entscheidungen, die gar nicht zu deinen Bedürfnissen passen? So ein bisschen so. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Was ist der Rat? Liebe Waage, was ist dein Rat? Befreie dich aus Konstrukten, welche du dir selbst auferlegt hast. Das heißt, 8 Schwerter sind Blockaden, die wir uns aber auch selbst erschaffen haben. Sei das durch Gewohnheiten oder Abhängigkeiten oder auch durch Schönreden oder übermäßig Schlechtreden. Und hier geht es wirklich auch darum, habe ich das Gefühl als Rat, sieh die Dinge so, wie sie sind. Versuch die Dinge so zu sehen, wie sie sind, ohne in die Wertung zu kommen. Ich weiß, es ist schwierig, aber versuch das mal. Versuch auch mal einen Abstand oder eine andere Perspektive beim Thema Gedankengänge oder Einstellung bezüglich Liebe anzugehen. Es kann aber auch ein Thema sein von deinem Gegenüber oder du kannst auch spiegeln. Sieh hier einfach, es geht wirklich um das Thema, ja, ein bisschen auch loslassen, irgendetwas freigeben. Was liegt im Schatten, was siehst du nicht? Die Waage. 6. Stäbe, hier könnten Nachrichten kommen, die du nicht kommen siehst. Also vielleicht überraschende Begegnungen, überraschende Nachrichten. Positiv aber. Positive Nachrichten, positive Begegnungen, die du nicht siehst. Vielleicht auch Gespräche, könnte auch Gespräche sein mit Freunden. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese Begegnungen oder diese Nachrichten, dass die wichtig sind, dass du dort auch ein bisschen mehr schauen darfst oder mehr genauer hinschauen solltest. Schenk dem auch Beachtung. Eventuell könnte hier wirklich noch eine interessante Begegnung oder eben ein interessantes Gespräch kommen, wo vielleicht sogar ein Klickmoment auslöst. Oder vielleicht bei deinem Gegenüber, je nachdem. Ja, meine liebe Waage, das waren die Karten. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Lass ein Like da, abonniere meinen Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.